Einen wunderschönen guten Abend wieder zu unserer Bible Study Serie. Wir sind heute wieder mal im Alten Testament und wollen das Buch der Richter uns anschauen. Das ist ein unglaublich spannendes Buch, richtig actiongeladen. Also James Bond ist da nichts dagegen, also was hier alles los ist. Aber es ist auch in gewisser Weise ein sehr trauriges Buch, weil es sehr viel auch vom Versagen handelt. Also das Buch Josua hatte ich ja überschrieben, Vorwärts mit Gott. Das waren so etwa 40 Jahre, wo Israel wirklich vorwärts ging. Gott war auf ihrer Seite und sie waren gehorsam und es ging vorwärts im Wesentlichen. Und die Zeit der Richter, die so etwa 350 Jahre geht, ist eine ganz andere Zeit. Da riecht es furchtbar viel nach Niederlage und da gibt es sehr viele Rückschritte zu verkraften und zu verarbeiten, die schwer zu verdauen sind und auch lange halten zum Teil. Und das ist einfach die Folge, weil Israel sich von Gott abgewendet hat. Also deswegen bei Josua vorwärts mit Gott, aber jetzt hier im Buch der Richter heißt die Parole eigentlich leider eher rückwärts ohne Gott. Es ist die Fortsetzung des Buches Josua, also rein zeitlich gesehen. Es beginnt ja mit den Worten, was nach dem Tod Josuas geschah, Richter 1, Vers 1. Obwohl es manche Begebenheiten gibt, gerade in den ersten Kapiteln, die noch ein bisschen zurückreichen teilweise in die Lebenszeit von Josua. Verfasser des Buches ist voraussichtlich oder wahrscheinlich Samuel zu Beginn der Königszeit, so zwischen 1040 oder 1020 vor Christus. Offenbar standen dem Verfasser da neben mündlichen Überlieferungen sicher wohl auch gewisse schriftliche Aufzeichnungen zur Verfügung, die wir aber heute nicht mehr haben. Und das sieht man an den genauen Aufzeichnungen, Listen, zum Beispiel über erzielte oder auch noch nicht erzielte Gebietseroberungen und dann auch sehr einschneidende Geschehnisse aus der Richterzeit, die berichtet werden. Auf schriftliche Vorlagen weisen eben diese genauen Listen mit Ortsnamen, Jahresangaben, Personendaten, ganz detaillierte Ortskenntnisse, die hier zum Vorschein kommen und so auch exakte Beschreibungen militärischer Auseinandersetzungen. Also da sieht also ganz nach Augenzeugen aus, was hier da berichtet wird. Den Hauptinhalt bilden 6 ausführliche Beschreibungen von Richtern Israels, es gibt viel mehr, aber bei 6 findet sich eine ausführlichere Beschreibung ihres Dienstes und am Ende noch werden so als Anhang quasi noch 2 Stammesgeschichten erzählt. Der eine handelt vom Stamm Dan und der andere vom Stamm Benjamin. Die Richterzeit, so wie es im Buch Josua ist, behandelt die Amtszeit von insgesamt 13 Richtern, die aus 9 verschiedenen Stämmen Israels stammen, also sehr gestreut. Da gibt es noch keinen Hauptstamm, aus dem die Herrscher so kommen. Und die Amtszeiten dieser 13 Richter, die können sich vielleicht auch ein bisschen zeitlich überschneiden. Es kommt ja im Buch Samuel dann noch Eli als ein weiterer Richter dazu und Samuel gilt als der letzte Richter, bevor dann die Monarchie, also das Königtum Israel beginnt. Zur Zeit von Jephtha wird auf 300 Jahre Siedlungsgeschichte zurückgeschaut, wo das Land, wo 2,5 Stämme im Ostjordanland gesiedelt haben. Es kommt uns die Formulierung vor, zu der Zeit war kein König in Israel, ein jeglicher tat, was ihm recht dünkte. Also jeder hat praktisch nach Lust und Laune gelebt, es gab noch keine ordnende Hand von oben, keine Zentralgewalt und dieser Spruch findet sich 4-mal im Richterbuch, vor allem im hinteren Teil, in diesen beiden Anhängen. Innerlich ist das Buch Josua die Fortsetzung, das Buch Richter, die Fortsetzung des Buches Josua. Und es beschreibt den langen Zeitraum, wo Israel im Land Kanaan ist, bevor es dann die Monarchie gab. Der Charakter des Buches ist völlig anders als jetzt zum Beispiel das 5. Buch Mose oder so, sondern das Charakter ist ein Geschichtswerk mit theologischer Geschichtsdeutung. Also wird die Geschichte kommentiert, wie das aus der Sicht Gottes zu bewerten ist, was da passiert. Das Generalthema ist die vormonarchische Phase der Geschichte Israels und die ist von einem ganz speziellen Zyklus geprägt. Es beginnt mit Götzendienst Israels,
Dann kommt Gericht Gottes durch Fremdherrschaft wegen diesem Götzendienst. Das Gericht lasse dann schwer auf Israel, sodass sie Jahwe um Hilfe anrufen. Und Jahwe erweckt dann einen Retter zur Befreiung des Volkes. Und als fünftes dann kommt so eine Ruhephase, die sich dann anschlimmt, bevor das Ganze wieder von vorne losgeht. Und insgesamt wiederholt sich dieser Zyklus, ja, also von Götzendienst, Gericht, Hilfeschrei, Rettung, ja, Ruhephase. Dieser Zyklus wiederholt sich 7-mal in diesem Buch. Wir kommen jetzt zur Grobgliederung des Buches, um zunächst mal einen Überblick zu haben, was stehen in diesen 21 Kapiteln des Richterbuches, was findet sich da alles. Das Kapitel 1 berichtet über Erfolge, aber auch über Versagen bei der Eroberung der Stammesgebiete. Und da sehen wir, dass die Stämme da ein bisschen unterschiedlich abschneiden. Wir haben Eroberung der Stämme Juda und Simeon in den ersten 21 Versen. Dann Eroberung der Stadt Bethel durch Ephraim und Manasse, also praktisch erst einmal zwei Erfolgsgeschichten. Dann kommt Manasses Versagen bei der Eroberung ihres Stammesgebietes, wird kurz genannt, was sie dann nicht erobert haben. Dann Ephraims Versagen bei der Eroberung ihres Stammesgebietes, Assas Versagen bei der Eroberung ihres Stammesgebietes, Naphtalis Versagen, Dans Versagen bei der Eroberung ihres Stammesgebietes und dann nochmal was Positives zum Schluss, spätere Eroberung der Stämme Ephraim und Manasse. Also hier ist ein bisschen Licht und Schatten schon mal zu sehen. Und dann geht es weiter. Der nächste Abschnitt des Richterbuches ist dann das Kapitel 2, 1 bis 3, Vers 6. Und da haben wir eine theologische Reflexion des Versagens Israels bei der Landnahme. Also was steckt da geistlich dahinter, dass es zum Teil da nicht so vorwärts ging, wie es vorwärts gehen sollte oder hätte vorwärts gehen können. Und da haben wir drei Linien in dieser theologischen Reflexion über das Versagen Israels bei der Landnahme. Zuerst mal die Botschaft des Engels des Herrn bei Bochim. Der Engel Jahwes kam von Gilgal nach Bochim herauf und sagte zu den Israeliten: Ich habe euch aus Ägypten herausgeführt und euch in das Land gebracht, das ich euren Vätern unter Eid zugesichert hatte. Ich hatte gesagt, niemals werde ich meinen Bund mit euch brechen. Nie. Aber ihr dürft keinen Bund mit den Bewohnern dieses Landes schließen und müsst ihre Altäre niederreißen. Doch ihr habt mir nicht gehorcht. Wie konntet ihr das nur tun? So muss ich euch jetzt sagen, ich werde die Bewohner dieses Landes nicht vor euch vertreiben. Sie werden euch Widerstand leisten und ihre Götter werden zur Falle für euch. Als der Engel Jahwes das gesagt hatte, schrien die Israeliten auf und begannen zu weinen. Darum nannten sie jenen Ort Bochim, die Weinenden. Und dort brachten sie Jahwe Opfer. Also diese Botschaft war sehr ernüchternd und hat immerhin die Israeliten damals noch zu Tränen gerührt. Die zweite Linie, die wir haben, ist, dass aber ungeachtet dieser Botschaft vom Engel Jahwes Israels Untreue einfach ein Fakt war. Und das wird ausführlich berichtet, dass sie eben den Götzen der Einwohner des Landes gedient haben und die Jahwe den Rücken gekehrt haben und so weiter. Und eine dritte Linie wird dann noch gesagt, und zwar die Prüfung Israels, dass auch dieser Aspekt noch interessant ist. Es ist nicht alles immer nur monokausal, sondern manches hat manchmal mehrere Aspekte, mehrere Gründe. Und der eine Grund ist hier auch, dass es zur Prüfung Israels dient. Ich lese hier mal einige Verse aus Kapitel 3. Einige Völker ließ Jahwe im Land bleiben, um durch sie die späteren Generationen der Israeliten zu prüfen, die von den Kämpfen um Kanaan nichts mehr wussten. Also passt ein bisschen so als Training auch dann. Er wollte erkennen, wie sich diese Generationen, die den Krieg nicht mehr kannten, verhalten würden, wenn er sie den Krieg zu führen lehrte. Also auch die neue Generation musste an den Krieg gewöhnt werden, denn es ist eine Realität in einer gefallenen Welt. Und deswegen war nur Friedenszeit dann nicht das Richtige, sondern sie mussten sich auch dem Kampf stellen und deswegen blieben manche Gebiete übrig, damit sie einfach im Krieg geübt werden würden. Dazu gebrauchte er, also Jahwe, gebrauchte dazu die fünf Fürsten der Philister, alle Kananiter und die Sidonier und die Hiviter, die im Libanongebirge zwischen dem Baal Hermon und Lebo Hamat wohnen. Durch sie sollten die Israeliten auf die Probe gestellt werden, damit
in Erfahrung gebracht würde, ob sie den Geboten Jahwes, die er ihren Vorfahren durch Mose gegeben hatte, gehorchen würden. Also diese noch uneroberten Teilgebiete waren praktisch ein beständiger Test, ob sie Gott gehorsam sind, um den Eroberungsbefehl, den er ihnen gegeben hatte, wirklich nachzukommen, auch wenn es natürlich Mühe macht und Kampf bedeutet. Die Israeliten wohnten also unter den Kanaanitern, Hethitern, Amoritern, Pherezitern, Hivitern und Jebusitern. Und was taten sie? Sie nahmen sich deren Töchter zu Frauen und verheirateten ihre eigenen Töchter mit deren Söhnen. Und, das war es auch Ergebnis dieser Vermischung mit den Heiden, sie dienten deren Göttern. Also das ist sehr ernüchternd, diese Einsicht, was hier im Hintergrund gelaufen ist. Und aber das ist der Hintergrund für das Versagen bei der Landnahme. Das Buch Richter, wie der Name ja sagt, handelt dann hauptsächlich von Richtern. Und es werden die Geschichten von 13 Richtern Israels erzählt, wobei manche nur aufgelistet werden. Und das ist der Löwenanteil des Buches. Kapitel 3, Vers 7 bis 16, Vers 31 finden sich diese Berichte über 13 Richter Israels. Und es ist sehr interessant zu sehen, dass von den 13 Richtern, die im Buch Richter genannt werden, nur 6 ausführlicher behandelt werden und insgesamt 7 mit maximal 1 bis 5 Versen überhaupt nur bedacht werden. Da wird also einfach nur die Personendaten manchmal genannt, wo sie herkamen, Vater aus welchem Stamm, wie lange sie Richter waren, vielleicht noch wie viele Söhne sie gezeugt haben oder sowas. Das war's dann. Da erfahren wir eigentlich gar nichts, was sie so in ihrer Richterzeit eigentlich konkret gemacht haben. Aber 6 von denen, die habe ich hier grau hinterlegt, 6 von denen werden ausführlicher behandelt. Aber auch das sehr unterschiedlich. Ehud, der erste, der ein bisschen ausführlicher behandelt wird, werden 18 Verse für ihn verwendet. Und dann gibt es 3 Richter, bei denen so zwischen 50 und 60 Versen verwendet werden. Das ist Deborah, 55 Verse, Abimelech, 57 Verse und Jephtha, oder Jephtach, wie er auch genannt wird, 60 Verse. Und 2 von Richtern, nämlich der Gideon mit 100 Versen und der Simson mit 96 Versen, sind praktisch Spitzenreiter. Ja. Das sind praktisch die, über denen am allermeisten berichtet wird und die auch herausragen. Ja, also von den 13 Richtern sind 6, die etwas ausführlicher, und von den 6, die ausführlicher, ist es vor allem Gideon und Simson, die am allerausführlichsten behandelt werden, und die anderen etwas weniger. Und dann haben wir zum Abschluss des Buches noch 5 Kapitel, und diese 5 Kapitel werden auf 2 Geschichten aufgeteilt. Einmal Michas Priester und die Umsiedlung des Stammes Dan, Kapitel 16, 17 bis 18, und dann noch tragische Ereignisse, eine Gruppenvergewaltigung in Gibeon und die fast völlige Vernichtung des Stammes Benjamin, die im Ergebnis dabei herauskommt. Der Schlüsselvers steht in Richter 3, Vers 7 bis 8 und lautet: Ja, die Israeliten taten, was Jahwe als böse ansah. Sie vergaßen Jahwe, ihren Gott, und dienten den Baalen und den Ascheren. Das sind also Götterbilder, Götzenbilder. Da flammte Jahwes Zorn gegen Israel auf und er schickte dann praktisch Fremdherrscher. Und dieser Spruch, der in Kapitel 3, Vers 7 bis 8 hier zu finden ist, das zieht sich durch wie so ein roter Faden. Es ist ein roter Faden durch das ganze Richterbuch. Und deswegen lese ich auch mal ganz bewusst, um diese Tragik so eindrücklich werden zu lassen, lese ich mal alle diese Stellen vor, was da steht. Dann in Kapitel 3, Vers 12 bis 14. Aber die Israeliten taten weiterhin Böses vor Jahwe. Da gab Jahwe Eglon, dem König der Moabiter, Macht über Israel. Und zwar, weil sie taten, was Jahwe missfiel. Eglon verbündete sich mit den Ammonitern und Amalekitern. Er besiegte Israel und besetzte die Palmenstadt. 18 Jahre lang mussten die Israeliten dem Moabiter-König Eglon Tribut zahlen. Kapitel 4, 1 bis 3. Nach dem Tod Ehuds taten die Israeliten weiter, was Jahwe als böse ansah. Da lieferte er sie dem Kanaaniter-König Jabin aus, der in Hazor regierte. Dessen Heerführer Sisera hatte sein Hauptquartier in Haroshet-Goyim. Jabin besaß nämlich 900 eiserne Streitwagen, praktisch die antiken Panzer, und hatte die Israeliten 20 Jahre lang grausam unterdrückt. Dann weiter, Kapitel 6, Vers 1.
Von neuen taten Israeliten, was Jahwe als böse ansah. Da lieferte er sie den Midianitern aus, 7 Jahre lang. Kapitel 8, Vers 33 bis 35. Bald nach Gideons Tod fingen die Israeliten wieder an, es mit den Baalen zu treiben und machten sich den Baal Berit zum Gott. Sie vergaßen Jahwe, ihren Gott, der sie aus der Gewalt aller ihrer Feinde ringsherum gerettet hatte. Auch der Familie Gideon, der auch Jerubbaal genannt wurde, erwiesen sie keinen Dank für all das Gute, was er an Israel getan hatte. Kapitel 10, Vers 6 bis 7. Und wieder taten die Israeliten, was Jahwe als böse ansah. Sie dienten den Baalen, den Astarten, den Göttern der Syrer und Sidonier, den Göttern der Moabiter, Ammoniter und Philister, also multireligiöse Gesellschaft. Sie kehrten Jahwe den Rücken und wollten nichts mehr von ihm wissen. Da flammte Jahwes Zorn gegen Israel auf. Er gab sie in die Gewalt der Philister und der Ammoniter. Also Gott ist der Herr der Geschichte und er gibt dann ganze Völker, in dem Fall Israel, in die politische Gewalt von Unterdrückern. Kapitel 13, Vers 1, ein letztes Mal, wieder taten die Israeliten, was vor Jahwe böse war. Da gab er sie 40 Jahre lang in die Gewalt der Philister. Also das ist der traurige rote Faden, der sich durch das Buch Richter zieht. Und dieses fünffältige, immer wiederkehrende Schema, insgesamt 7 Mal kehrt es in diesem Buch wieder, lautet nochmal zur Erinnerung, Israel kehrt Jahwe den Rücken und dient anderen Göttern. Jahwes Zorn führt dann zur Fremdherrschaft über Israel. Israel schreit Jahwe um Hilfe an, ruft zu Jahwe um Hilfe. Und Jahwe schickt dann einen Retter, die sie werden dann Richter genannt, aber eigentlich sind es ja Retterfiguren, meistens auch Heerführer. Ein Retter, der Israel von der Fremdherrschaft befreit und dann praktisch nach der Befreiung dann die politischen Geschicke des Landes deichselt. Es gibt danach in der 5. Phase eine Ruhephase für Israel in Freiheit vor dieser Fremdherrschaft, die überwunden worden ist. Und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Insgesamt 7 Mal durchläuft Israel hier im Buch Richter dieses Schema. Ich habe dann hier mal so eine Liste, muss ein bisschen kleiner machen, eine Liste von den Richtern, von den 13 Richtern, die wir einfach mal ganz kurz anschauen können. Es ist geordnet nach Name der Richter, dann der Vater von dem Richter, der Stamm, aus dem er kommt, Ort, wo er lokalisiert ist, dann die Amtszeit, dann wer der Gegner war zur Zeit dieses Richters und worin seine Hauptleistung bestand, was seine Großtaten waren, was dieser Richter praktisch vollbracht hat und dann noch der Bibeltext ist angegeben, was man hat. Man kann ja dann auch das noch runterladen, diese Liste, nach dem Abhören des Vortrags, dass man sich das auch schriftlich dann vergegenwärtigen kann. Ja, also Othniel, der kam aus dem Stamm Juda, Verwandter von Kaleb, und sein Gegner war der Syrerkönig Kushan-Rishathaim, der Israel insgesamt 8 Jahre knechtete und durch seinen Sieg über diesen König ist Israel praktisch frei geworden und hat danach 40 Jahre Ruhe gehabt. Ehud, das ist dann der erste, von dem ein bisschen ausführlicher mit 18 Versen dann was berichtet wird, kam aus Benjamin und er hat den Moabiter König Eglon als Gegenüber und Feind und er hat dann diesen König Eglon ermordet, der Israel 18 Jahre geknechtet hatte und im darauf folgenden Krieg gegen die Moabiter sind 10.000 Moabiter getötet worden und Moab, der Unterdrücker, wird dann von Israel unterworfen, also es kommt zu einem Herrschaftswechsel und danach hatte Israel 80 Jahre Ruhe, also das war noch eher eine gute Phase, dann diese erste Richterzeit, wo es kurze Unterdrückungszeiten gab und dann sehr lange Ruhephasen. Shamgar, da wird nur der Vater erwähnt und dass sein Gegner die Philister war und dass er 600 Philister erschlagen hat im Laufe seines Lebens, also von daher er hat keinen Durchbruch erzielt, aber war praktisch ein Unruheherd und hat gegen die Philister gekämpft. Dann wieder ein größeres Team ist Deborah, eine Prophetin, die einzige Frau, die in dieser Liste vorkommt, die auch Richterin war in Israel und die als militärischen Arm dann den Barak aktivierte auf das Geheiß Gottes hin. Und auch da werden die Daten angegeben, Vater, Stamm, wo die waren, welchen Ort. Und Deborah hat dann auch 40 Jahre gewirkt.
Und sie hat gegen den Kananiter König Jabin gekämpft, also Barak hat dann eigentlich gegen ihn gekämpft und hat das Heer von dessen Heerführer Sisera besiegt. Aber den Sisera selbst, der wurde dann durch eine Frau getötet und dadurch ist sie 20-jährige Knechtschaft durch diesen Kananiter König Jabin zu Ende gebracht worden. Dann Gideon, der extrem ausführlich behandelt wird, kam aus dem Stamm Manasse, im Ort 8 Kilometer südlich von Megiddo, Ophra, hat auch 40 Jahre gewirkt und seine Gegner waren die Midianiterkönige, die zu der Zeit Israel 7 Jahre geknechtet hatten. Und er selber hat sich dann auch ausgezeichnet durch sehr viele Frauen und hat sehr viele Söhne gezeugt, 70 Söhne. Und hier sehen wir schon mal etwas bei Gideon, dass dieser Richter auch einen sehr großen Fehler hatte. Er hat nicht am Schluss seines Lebens nach dem Sieg über die Midianiterkönige hat er ein Ephod gemacht, also so ein Bild, was dann verehrt wurde, also ein Gewand, was verehrt wurde, ein Ophra aufgestellt und es ist dann praktisch zum Götzendienst entartet und das hat dann auch sehr weitreichende negative Konsequenzen für Gideon und seine ganze Familie gehabt. Der Abimelech war einer der 70 Söhne Gideons, die er mit so einer Nebenfrau in Sichem hatte. Und der fällt ein bisschen raus aus dieser Richterreihe, weil er eigentlich ein böser Mensch ist und schlimme Dinge tut und nicht Israel befreit vor Feinden von außerhalb, sondern der innerhalb für Gericht an Israel sorgt, als praktisch im eigenen Lager. Er ermordete 70 Söhne Gideons in Ophra und vernichtet später auch die Stadt Sichem und die Einwohner, die dort lebten, also es ist eine israelische Stadt, und hat auch Debes erobert, wobei er dann bei diesem Feldzug zu Tode kam. Dann Tola, der wird also gerade mal so Namen Stamm genannt, und dass er 23 Jahre regierte, sonst wissen wir nichts. Dann Jair, ebenfalls nur ganz wenig Informationen, der im Ostjordanland gewirkt hat, im Lande Gilead, wo also Ruben, Gad und der halbe Stamm Manasse lebten, jenseits, also östlich des Jordans. Und wird erwähnt, dass er 30 Söhne hat auf 30 Eseln, ihm gehörten 30 Dörfer, die sogenannten Dörfer Jairs, und er ist in Kamon dann begraben. Jephthach, das ist ein weiterer Richter aus dem Ostjordanland in Mizpah, und er hat gegen die Ammoniterkönige gekämpft und hat so eine tragische Figur, weil er dann Gelöbnis gemacht und hat dann seine Tochter geopfert für Jahwe, wenn wir uns dann noch anschauen, wie das vielleicht zu verstehen ist. Dann Ibzan, Elon und Abdon werden alle nur sehr kurz erwähnt mit ein paar persönlichen Daten und ihren Regierungszeiten und die haben auch alle sehr viele Frauen offenbar gehabt, weil die Haufen Söhne und Töchter, 30 Söhne, 30 Töchter oder 40 Söhne, 30 Enkel, die auf 70 Esel ritten bei Abdon. Also es waren richtige Großfamilien und die Ein-Ehe war da wohl nicht so in Mode bei diesen führenden Leuten. Simson, das ist der Kraftmensch, das Kraftpaket da im Buch der Richter, der 20 Jahre lang Richter war und zeitlebens gegen praktisch die Unterdrückung durch die Philister gekämpft hat und dafür verantwortlich war, dass tausende Philister zu Tode gekommen sind. Und er ist aber auch eine sehr negative Figur teilweise. Er hat da diverse Frauengeschichten am Laufen, die alle sehr problematisch sind. Wir werden es dann noch näher noch sehen. So eine Sadika-Ehe in Timna, also Sadika-Ehe, man parkt eine Frau und geht ab und zu dann mal hin, schläft mit ihr und die Kinder, die dann kommen, bleiben aber in der Familie. Die Frau lebt da bei ihrem Vater weiter, so eine Entfernungsehe sozusagen, so eine Nebenfrau halt. Und da hat er so eine Philisterin als Sadika-Ehefrau gehabt. Das führt zu Haufen Verwicklung und Komplikationen. Dann Prostituierte in Gaza war er, das hat dann Komplikationen verursacht und dann die Delila aus dem Tal Sorek, in die er sich verliebt hatte, das hat dann auch zu seinem Ende geführt. Also diese Frauengeschichten waren sehr unrühmlich bei Gideon und trotzdem benutzt Gott das, um Simson als Werkzeug im Kampf gegen die Philister zu gebrauchen. Noch ein Wort zum Zeitschema des Buches und dann schauen wir uns die 6 Richter mal ein bisschen genauer an. Es gibt 4 Arten von Zeitangaben im Richterbuch und mit denen kann man echt was anfangen, wenn man die mal genauer anschaut. Also wir haben an mehreren Stellen wird die Dauer der Fremdherrschaft
genannt. Einmal 8 Jahre, 18 Jahre, 20, 47, da kommen wir, wenn man es zusammen addiert, auf etwa 93 Jahre Fremdherrschaft während der ganzen Richterzeit. Dann wird aber auch die Dauer der Ruhe vor Fremdherrschaft bezeichnet und erstaunlicherweise immer so sehr glatte Zahlen, 40, 80, 40, 40. Möglicherweise sind diese runden Zahlen, sollen vielleicht ausdrücken, eine Generation oder so. Man weiß es nicht, vielleicht sind sie auch wirklich wörtlich zu verstehen. Es fällt einfach auf, dass es immer genau 40 oder ein Vielfaches von 40 ist, 80 oder nochmal 40, 40 Jahre. Es sind also 200 Jahre, rund 200 Jahre Dauer der Ruhephase. So gibt es schon nochmal 293 Jahre, wenn man das zusammen addiert. Und diese Ruhephasen haben wir nur vier, die werden im vorderen Teil des Buches gebracht und später werden die nicht mehr genannt, aber dann werden mehr die Amtsdauer des Richters erwähnt und wenn die nacheinander sind, was bei diesen Richtern hier anzunehmen ist, kommen wir nochmal auf etwa 79 Jahre, nachdem der Richter praktisch, wo er gewirkt hat und wo keine Knechtschaft, Fremdherrschaft war, sodass wir insgesamt deutlich über 350 Jahre kommen für die Richterzeit. Aber vielleicht waren manche auch parallel und man darf es nicht einfach so addieren. Bei Simson wird eine 20-jährige Richterzeit erwähnt, die aber voll hineinfällt in die 40-jährige Fremdherrschaft der Philister. Von daher darf man diese 20 Jahre nicht irgendwie dazu addieren, sonst würde sie das Geschichtsschema verfälschen. Und dann gibt es noch eine interessante Notiz in Kapitel 11, Vers 26 bei Jiftach, wo er in seiner Rede gegen den Ammoniterkönig daran erinnert, dass Israel jetzt schon seit 300 Jahren im Ostjordanland siedelt. Und das ist auch eine hilfreiche Zahl für die Chronologie der Bibel. Wenn man das so sieht, dann sieht man also hier, habe ich hier so meine Liste mit Namen, Syrerkönig, Kushan, Rishathaim, 8 Jahre Knechtschaft, dann kommt Othniel, 40 Jahre Ruhe, dann 18 Jahre Knechtschaft durch den Moabiterkönig Eglon, und dann kommt Ehud, nicht Eglon, Ehud muss das heißen, Ehud, der Richter Ehud, und dann haben wir 80 Jahre Ruhe. Shamgar wird erwähnt, der vor den Philistern rettete, kann man zeitlich, wird sicherlich in diese 80 Jahre Ruhe nach Ehud dann dazugehören. Dann der Kanaaniterkönig Jabin nach diesen 80 Jahren Ruhe mit seinem Heerführer Sisera hat Israel 20 Jahre geknechtet. Deborah und Barak hatten die Knechtschaft dann beendet und dann gab es 40 Jahre Ruhe. Dann kam nochmal 7 Jahre Knechtschaft der Midianiter, dann kommt Gideon und 40 Jahre Ruhe, Abimelech und so weiter. Sodass wir insgesamt hier auf dann so 350 Jahre etwa Richterzeit kommen. Jetzt wollen wir die 6 Richter mal genauer anschauen, nicht zu arg ins Detail, aber mal eine grobe Übersicht geben, was ist da passiert bei diesen Richtern, die ausführlicher berichtet werden von diesen 13 Richtern. Also am Anfang steht dann immer Israels Abfall von Jahwe, dann straft Jahwe Israel 18 Jahre in dem Fall durch den Moabiterkönig Eglon. Und dann schreien die Israeliten Jahwe um Hilfe an und Gott sendet Ehud als Retter. So, also die ersten 4 Punkte ist das typische Schema. Und was war dann die Aufgabe Ehuds, was hat er geleistet als Retter für Israel? Er war Abgesandter, der für Israel praktisch den Tribut an den Moabiterkönig Eglon übergeben musste. Da hat er ein paar Mitarbeiter gehabt, die also diese Geschenke, wahrscheinlich irgendwie wertvollen Sachen, da abgeliefert haben beim König. Und also alles soweit so gut. Dann schickt er seine Leute weg und geht nochmal allein zum König danach, geht nochmal allein zurück und durch eine List verschafft er sich praktisch Zutritt zum König, dass er sagt, ich muss dir ein Wort Jahwes sagen. Und dann schickt er seine Mitarbeiter raus und dann will der soll der Ehud ihm das sagen, der König ahnt nichts Böses. Und dann zieht der Ehud plötzlich einen Dolch und ersticht und ermordet den Eglon. Weil die Türen abgeschlossen sind dann, und er durchs Fenster entflieht, wird es erst gar nicht so schnell gemerkt, dass er einige Zeit geht ins Land, bis dann die Diener überhaupt entdecken, dass der König jetzt tot ist. Und als sie das merken, dann ist es bald schon zu spät, dann ist der Ehud schon abgehauen. Und dem Ehud gelingt praktisch die Flucht aus Moab und
als er dann zurückkam nach Ephraim, tut er sofort mobilisieren zum Krieg gegen die Moabiter. Und unter seiner Führung kommt es zu einem großen Sieg über die Moabiter. Und die 18-jährige Fremdherrschaft wird damit beendet. Und diese Aktion, diese Befreiung vor der Moabiterherrschaft, folgt dann eine 80-jährige Ruhephase für Israel. Also wir haben das klassische Fünfer-Schema hier bei Ehud. Er war so ein Einzelkämpfer und erfolgreicher Heerführer. Dann Deborah und Barak, die werden viel ausführlicher noch berichtet, etwa 55 Verse. Auch hier steht am Anfang wieder Israels Abfall von Jahwe. Dann straft Jahwe Israel durch den Kanoniterkönig Jabin, der militärisch sehr hochgerüstet ist. 20 Jahre sind sie ihm untertan. Die Israeliten schreien wieder zu Jahwe um Hilfe und er erweckt ihnen die Deborah und den Barak als Retter. Und da finden wir folgende Informationen. Wir haben einen kleinen Steckbrief der Prophetin Deborah in Kapitel 4, Vers 4 bis 5, was das für eine Frau war. Und das ist schon ein bisschen bedeutsam, weil es hier eine herausragende Frau ist, die hier eine Rolle spielt. In Kapitel 4, 4 bis 5 lesen wir: Damals war Deborah Richterin in Israel, sie war die Frau Labidots und eine Prophetin. Also sie hat irgendwie von Gott Offenbarung bekommen, Botschaften bekommen. Ihren Sitz hatte sie unter der Deborah-Palme zwischen Rama und Bethel im Gebirge Ephraim. Also in der Nähe von Rama, wo später auch Samuel seinen Sitz hatte. Und Bethel ist ja auch so ein religiöses Zentrum gewesen. Die Israeliten kamen zu ihr hinauf, um sich von ihr Recht sprechen zu lassen. Also sie war anerkannte Führerin. Und diese Deborah bekommt dann von Jahwe den Auftrag, den Barak herzuzitieren und ihn mit der Heerführung gegen die Feinde zu beauftragen. Und der Barak ist ein bisschen furchtsam, der willigt dann nur unter Vorbehalt ein, sagt, ja, okay, ich mach's, Gott will mich gebrauchen, hier sind es die Gegner, die den Kanaaniterkönig Jabin zu besiegen, aber ich traue mich nicht, wenn du nicht mitgehst. Also er sagt, die Deborah muss mitgehen, sonst macht das nicht. Okay, Deborah geht darauf ein, machen wir ein bisschen Kompromisse gemacht werden. Und dann wird die Ausgangslage vor der Schlacht geschildert, Baraks Heer auf der einen Seite, dann wird das erwähnt von dem Keniter Heber, also eine Familie, die Familie Heber von den Kenitern, die sollte dann in der Schlacht noch eine große Rolle spielen, deswegen wird die hier erwähnt, dass sie da auch in der Nähe war. Und dann Siseras Heer wird beschrieben, der sehr übermächtig war mit seinem Heer. Es kommt dann zu einem vernichtenden Sieg Baraks über Siseras Heer, aber erstaunlicherweise wird das nur sehr, sehr kurz geschildert. Also ist gar nicht die Hauptsache hier, sondern die Pointe hier in dieser Geschichte, in dieser Rettergeschichte, ist eigentlich das, was dann durch eine Frau wiederum geschieht. Also nicht durch Barak, wie er Siseras Heer vernichtet, da haben wir dann drei Verse, und wir haben aber fünf Verse, die Siseras Flucht beschreibt und seinen Tod, wie er in das Haus von der Jael kommt, diese Ehefrau von Heber, die vorhin erwähnt wurde in Vers 11, vom Keniter Heber, also auch eine Ausländerin sogar. Und da war ja Friede zwischen den Kenitern und den Kanaaniterkönig, deswegen war da Sisera nichts ahnend, die hat ihn freundlich begrüßt, ach komm rein, ruh dich aus. Ja, und dann hat sie ihm mit dem Hammer einen Nagel durch die Schläfe gehauen und ihn praktisch getötet. Als dann Barak kam, weil er den Sisera verfolgt hatte, dann war praktisch der Heerführer schon tot. Und so ist ihm praktisch der Ruhm genommen worden durch die Frau Jael, die praktisch den Feldherrn Sisera getötet hat. Und das war eigentlich eine gewisse Strafe für seine Angst, dass er sagt, ich gehe nur, wenn du mitgehst, Deborah. Und hat Deborah ihm schon angekündigt, weil du so kleingläubig bist und nicht Jahwe genügend vertraust und auf mich als Frau baust, dass ich mitgehe, deswegen wirst du nicht den höchsten Triumph haben, der Sisera wird in die Hand einer Frau fallen. Ja. Also sehr, sehr interessant, also nicht gerade so ein Ruhmesblatt für die Männerwelt. Barak findet dann den getöteten Sisera
Und das leitet dann einen Prozess ein. Diese gewonnene Schlacht ist ein Prozess. Diese Niederlage dieser Schlacht führt dann nach und nach zum Ende des Stammes Jabins, sodass dann die Fremdherrschaft dann auch völlig weg war. Was aus der Reihe fällt, ist, dass wir dann ein Siegeslied der Deborah haben. Und das gibt uns ein bisschen Einblick in die Stammesverhältnisse und dass es auch nicht alles so einig war in Israel damals. Deborah und Barak sind Sänger dieses Liedes. Es wird Jahwe gepriesen für Israels Führer, die er praktisch rekrutiert hat, und den Kampfwillen des Volkes, das Volk mitgemacht hat und willig war zu kämpfen. Sie singen zu Ehre Jahwes und erinnern sich Jahwe, der damals am Sinai erschien. Und dann wird die Lage Israels geschildert seit Shamgar, es war der eine Richter, bis zum heutigen Tag, also bis Jael, den Sisera getötet hat. Und das ist eine sehr betrübliche Lage, sehr traurige Situation als Folge von Götzendienst, dass nicht alles unsicher ist und Israel sehr gedemütigt wurde durch Sisera und seine Herrscher. Dann wird nochmal Jahwe gepriesen für Israels Führer und den Kampfwillen des Volkes und ein Singen zur Ehre Gottes, der rettende Taten vollbracht hat. Also nicht nur damals am Sinai, sondern jetzt auch heute. Heute, im Hier und Jetzt, hat Gott Wundertaten vollbracht. Und dann kommt die Pointe dieses Liedes. Denke ich so, dass es eigentlich so der Zielpunkt auch ist. Es ist auch schon ein Propagandalied ein Stück weit. Einerseits gibt es Gott die Ehre, aber es zeigt auch was über den Zusammenhalt der Stämme. Es werden die Teilnehmer gelobt in diesem Lied und damit verewigt in der Bibel, die damals wirklich kampfbereit waren und mitgemacht haben bei diesem Kampf gegen Sisera. Und zwar waren es Leute aus dem Stamm Ephraim, Benjamin, Zebulon und Issachar. Und dann wird nochmal Zebulon und Naphtali auch nochmal erwähnt. Zebulon wird sogar zweimal erwähnt. Aber das waren die, die sich beteiligt haben an diesem Kampf. Und dann werden aber die getadelt, die nur Zuschauer waren bei der Schlacht, die sich nicht engagiert haben, die zurückhaltend blieben. Und das ist Ruben, Gad, Manasse, Dan, Asser. Also Israel war damals halbe halbe. Einige Stämme haben gekämpft und die anderen haben nur zugeschaut, mal gucken, was da passiert. Ja, das gibt es heute ja auch noch, Zuschauer und Kämpfer. Poetische Beschreibung der Niederlage des Königs Kanaans. Dann ruft Jahwes Engel auf zur Verfluchung der Stadt Meros, die wahrscheinlich in Naphtali liegt. Und Hintergrund ist, dass diese Stadt keine Kämpfer geschickt hat. Der Stamm Naphtali hat sich engagiert, aber die eine Stadt hat keine Kämpfer geschickt und die ist daher unter dem Fluch. Kapitel 5, Vers 23 lesen wir hier: Verflucht die Bewohner der Stadt, also das heißt so, ihr sollt Meros verfluchen, spricht der Engel Jahwes. Verflucht die Bewohner der Stadt, denn sie eilten nicht zur Hilfe herbei, zu Jahwe unter den Helden. Alle haben sich rausgehalten, obwohl sie gerufen wurden, weil der Stamm Naphtali mobilisiert wurde. Aber die Stadt hat sich rausgehalten, das als Strafe soll sie einen Fluch erhalten. Im Gegenzug der Sonne wird aber Jael, diese Frau, die den Sisera mit dem Nagel in die Schläfe da getötet hat, die wird hochgepriesen. Und da werden vier Verse verwendet, wie diese Frau hochgepriesen wird für ihre Heldentat, ihre mutige Heldentat. Und dann wird aber auch noch die Furcht der Mutter Siseras, weil er nicht aus der Schlacht zurückkommt, geschildert. Und da wird ihr so Trost gesagt, aber das hat sie ja nicht bewahrheitet, sondern Sisera war in der Schlacht umgekommen. Das Fazit am Ende ist, so ergeht es den Feinden Israels, eben wie Sisera, und denen, die Jahwe lieben, Vers 31, doch die ihn lieben, sollen sein wie die Sonne, die aufgeht in ganzer Pracht. Und danach kommt eine 40-jährige Ruhephase für Israel. Also wieder das fünffällige Schema, aber als Besonderheit dieses Lied der Deborah. Und auch die Besonderheit dieser ganzen Richtergeschichte ist, dass zwei Frauen die Heldinnen sind, ja, nämlich Deborah und Jael, hier in dieser Geschichte so gut wegkommen. Dann Gideon. Oh, Gideon. Das ist ein Kollege, mit dem kann ich mich nicht so anfreunden. Der gefällt mir an mehreren Stellen überhaupt nicht. Die Leute sind oft so begeistert von Gideon und hat ja auch Tolles gewirkt, auch, ja.
Aber es gibt da sehr dunkle Schattenseiten in seinem Leben, die auch sehr katastrophale Folgen hatten. Also wir haben wieder das Schema. Also das ist der neben Simson am allerausführlichsten berichtet wird. 100 Verse haben wir über Gideon, also Simson dann 96. Also Gideon und Simson, das sind die zwei Top-Leute hier im Richterbuch. Und Gideon Kapitel 6 bis 8. Israels Abfall von Jahwe. Jahwe straft Israel 7 Jahre durch die Midianiter, die also das Land ständig ausplündern. Ja. Und Hilfe ruft der Israeliten zu Jahwe. Und dann kommt wieder etwas Neues. Es wird ein Tadel eingestreut, dass Jahwe Israel tadelt durch einen Propheten. Es gab auch damals schon Propheten, die haben keinen Namen, aber ab und an taucht mal einer auf. Hier taucht mal ein Prophet auf. Deborah war ja auch eine Prophetin. Und hier taucht ein Prophet auf und der hat Folgendes zu sagen. Kapitel 6, Vers 7 bis 10. Als sie das taten, schickte Jahwe ihnen einen Propheten, der Folgendes sagte. So spricht Jahwe Israels Gott. Ich habe euch aus dem Sklavenhaus Ägypten herausgeholt. Ich habe euch aus seiner Gewalt befreit und alle eure Peiniger vertrieb ich vor euch und ich gab euch ihr Land. Ich sagte, ich bin Jahwe, euer Gott. Ihr sollt die Götter der Amoriter nicht verehren, in deren Land ihr jetzt wohnt. Aber ihr habt nicht auf mich gehört. Aber ihr habt nicht auf mich gehört. Also Gott hat geredet, Gott hat gehandelt, großartige Rettungstaten verbracht, hat ihnen dann was gesagt, was sie machen sollen, aber sie haben nicht auf Gott gehört. Also hier wird dieses Versagen Israels nochmal sehr stark unterstrichen. Dann sendet Jahwe Gideon als Retter und die Gideon-Geschichte ist ziemlich ausführlich und aber auch hat viele Details. Ich kann hier auch nur einen kleinen Überblick geben, aber einige Dinge sind theologisch sehr wichtig, gerade was hier auch nicht so optimal läuft. Also die Berufung Gideons aus einem kleinen Stamm, unbedeutend Elternhaus, und das wird ausführlich geschildert, sehr, sehr besonders, wie Gott hier den Gideon beruft durch eine Erscheinung. Und danach hat Gideon einen ersten Auftrag, wo er sich praktisch bewähren muss. Und zwar erstmal Ordnung zu schaffen in seiner eigenen Familie, in seinem eigenen Elternhaus. Und er ist da gehorsam, macht zwar nachts heimlich, aber er macht's. Und zwar zerstört er den Baals-Altar seines Vaters Joasch. Ja. Also wie will Gott sonst den Gideon gebrauchen, wenn sein Vater praktisch ein Götzendiener ist, ja, und er im Haus seines Vaters ist? Das passt nicht. Also von daher zerstört er, und das ist natürlich sehr mutig, da war er in Lebensgefahr und hat unter Lebensgefahr gemacht, den Altar seines Vaters Joasch hat er in einer Nacht- und Nebelaktion zerstört und dessen zweitbesten Stier noch geschlachtet und geopfert. Am nächsten Morgen, als dann rauskam, dass Gideon das war, der den Altar zerstört hat, den Baals-Altar, haben die Stadtbewohner, sind sie zu dem Vater von Joasch gegangen, haben gesagt, dein Sohn war das, rück deinen Sohn raus, dass wir ihn töten. Ja, sie fordern den Tod Gideons, aber der Joasch sagt, nein, soll Baal für sich selber schauen. Ja. Und danach kommt es zu einem erneuten Einfall der Midianiter und Amalekiter nach Israel. Das war so eine jährliche Aktion, immer nach der Ernte oder so. Da haben die gekommen, haben sich alles wieder geraubt und geholt und die Schafe entführt und so weiter. Und dann sind wir wieder abgezogen. Also jedes Jahr wurden sie praktisch ausgeraubt, ja, bis aufs Hemd. Und das war alle Jahre wieder, 7 Jahre war das schon so. Und es war erneuter Einfall der Midianiter und Amalekiter nach Israel. Und jetzt ist aber Gideon, der ist vom Geist Gottes erfüllt und er mobilisiert Manasse, Ascher, Sebulon und Naphtali. Das ist interessant, zwei Stämme haben damals schon bei Deborah gekämpft. Aber andere, die damals gekämpft haben, sind jetzt hier nicht dabei. Und zwei, die damals nicht gekämpft haben, die sind hier dabei. Also man kann da sich auch verändern, zum Guten wie zum Schlechten. Ja. Aber Gideon, der diese mutige Aktion gemacht hat mit ein paar Leuten, diesen Baals-Altar seines Vaters zerstört, er bekommt jetzt doch ein bisschen Muffesausen und er ist einfach kleingläubig. Und er bittet Zeichen von Gott. Es gibt viele Christen, die finden das super, ja, dass Gideon das macht, dass er Zeichen von Gott erbittet. Machen die dann auch, ja. Ja, ich will wissen, soll ich das machen, soll ich das machen? Also lege ich Gott ein Zeichen vor, denke mir ein Zeichen aus und wie Gott dann handelt. Ja.
Das ist aber eigentlich Magie und Zauberei und hat nichts mit geistlichem Leben zu tun. Und ich will jetzt noch mal zeigen, was hier eigentlich passiert. In Kapitel 6, Vers 36, da sagt der Gideon, inzwischen betete Gideon zu Gott, ich weiß, dass du versprochen hast, Israel durch mich zu befreien. Ich weiß, dass du versprochen hast, Israel durch mich zu befreien. Das hat ihm der Engel Jahwes bei seiner Berufung gesagt, dass das seine Aufgabe ist. Gott hat ihm versprochen, dass Gott ihn durch ihn Israel von den Midianitern befreit. Aber, jetzt kommt sein Aber. Aber gib mir doch bitte noch eine Bestätigung dafür. Und das ist nicht gut, das ist nicht geistlich. Gott, du hast es gesagt, ich weiß das, aber bestätige mir nochmal, dass du mich nicht angelogen hast. Ja? Gib mir nochmal eine Bestätigung. Und also überhaupt, dass er so eine Bestätigung fordert, nachdem Gott schon gesprochen hat, ist schon der erste Fehler. Und das andere ist, dann, wenn man mal anfängt mit Bestätigungen, wie viele Bestätigungen sind eigentlich dann genug? Das ist die nächste Frage. Ja. Und Glaube wäre gewesen, dass Gideon sagt, ich weiß, dass du versprochen hast, durch mich die Midianiter zu besiegen. Danke. Deswegen gehe ich jetzt im Glauben los. Das wäre geistlich gewesen. Aber sag, du hast es gesagt, aber ich brauche nochmal eine Bestätigung von dir. Und dann macht ein erstes Zeichen, ja, in Vers 37 bis 38. Schau, ich lege jetzt frisch geschorene Wolle auf den Dreschplatz, wenn die Schafwolle morgen früh nass sein wird und ringsherum alles trocken, da werde ich sicher wissen, dass du Israel durch mich retten willst, wie du es gesagt hast. Wenn du das Zeichen machst, dann werde ich sicher wissen, dass du das tust, was du eigentlich vorher auch schon gesagt hattest. Ja. Und dann lässt Gott in seiner Gnade dieses Zeichen geschehen. Und hat es ihm gereicht? Nein, es hat nicht gereicht. Er hat gesagt, dann werde ich sicher wissen. Dann ist das Zeichen aber geschehen. Als Gideon früh am nächsten Morgen aufstand und den Tau aus der Wolle ausdrückte, füllte das Wasser eine ganze Schale. Doch Gideon betete noch einmal zu Gott, sei mir nicht böse, wenn ich dich noch ein einziges Mal um ein Zeichen bitte. Lass es mich doch noch einmal mit der Wolle versuchen und lass sie morgen früh trocken sein, aber ringsherum alles nass vom Tau. Also andersherum. Und Gott in seiner Gnade geht tatsächlich nochmal drauf ein, auf diesen kleinmütigen Gideon, und bestätigt ihm auch durch ein zweites Zeichen die Sache. Also das ist keine Heldentat, das ist kein schriftgemäßer Glaube, dass ich einfach dem vertraue, was Gott sagt und gut ist. Ja. Deswegen, wenn Christen anfangen, für irgendwelche Entscheidungen, die sie da machen oder treffen wollen oder Dinge, die sie machen wollen, immer ein Zeichen erst zu erbitten, um es dann zu machen, das ist Unglaube. Und das ist Mangel an Übernahme von Verantwortung. Ich kann sehr davor warnen, ja, ich kann nur sehr davon warnen, sich von solchen Zeichen abhängig zu machen. Ja, das ist nicht die Art und Weise, wie wir als Christen Jesus nachfolgen sollen. Wir sollen im Glauben marschieren und nicht dauernd irgendwelche Zeichen erbitten für Dinge, die Gott bereits gesagt hat. Ja. Und wir sollen auch nicht Zeichen erbitten für Dinge, die Gott nicht gesagt hat, weil wir sollen keine Hellseherei betreiben. Ja. Die Bibel sagt ganz klar, dass wir die Zukunft nicht wissen können. Mehrmals steht es im Buch Prediger. Niemand kann die Zukunft wissen, du auch nicht. Und Gott ist nicht dafür da, dir ständig die Zukunft zu offenbaren. Das gehört zum Menschsein, dass du die Zukunft eben nicht weißt. Damit musst du leben und deswegen musst du Verantwortung übernehmen für deine Entscheidung. Also das ist ein sehr wichtiges Thema. Ich kann es hier nur mal streifen am Beispiel von Gideon. Dann bereitet Gideon das Heer auf die Schlacht vor. Es wird das Heerlager der Kontrahenten geschildert, ein sehr, sehr übermächtiges Heer der Midianiter und das Heer dann der Israeliten. Aber das Heer der Israeliten, obwohl es schon viel kleiner ist als das Heer der Midianiter, Gott sagt, es ist viel zu groß noch. Wenn ich euch dann den Sieg gebe, dann werde ich am Schluss noch euch auf die Schulter klopfen und sagen, haben wir selber geschafft. Ja. Deswegen wird das Heer Gideons reduziert. Und dann dürfen alle nach Hause gehen, die Angst haben. Und es kommt zu einer Reduktion des Heeres von 32.000 auf 10.000 Mann. Und dann sagt Gott, es ist immer noch zu groß. Und dann wird das Heer nochmal reduziert von 10.000 auf
nur noch 300 Mann. Und die anderen werden erstmal in die Reserve geschickt. Und Gideon geht mit den 300 Mann weiter. Und weil Gideon ängstlich ist, also Gott sagt dann, in der Nacht sagte Jahwe zu Gideon, greif das Lager dort unten an. Ich gebe es in deine Hand. Also Gott macht die Zusage, im Glauben hätte Gideon jetzt einfach gehen können. Aber Gott kennt seinen Pappenheimer, er weiß, wie kleingläubig dieser Gideon ist und sagt, wenn du aber Angst hast, schleich dich vorher mit einem Burschen Pura hinunter und hör dir an, was sie miteinander reden. Wenn du Angst hast, dann mach erst nochmal diese Aktion. Und Gideon hat Angst. Er vertraut nicht einfach dem Wort, das er ihm gesagt hat, sondern geht mit seinem Knecht ins Lager und hört dort, was die Leute reden, die Soldaten, und er hat einen Traum gehabt und das wird dann gedeutet, ah, das ist Gideon, der unser Heer überfällt und wir sind verloren, Jahwe kämpft für so. Und dann wusste er ganz sicher, Jahwe hat mir das in die Hand gegeben. Ja, es war nochmal eine Bestätigung. Aber Glaube sieht anders aus. Und Jesus sagt ja auch, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Wir sollen nicht wie Gideon auf den Trip kommen, dauernd was sehen zu wollen. Wir sollen wie Mose sein, glauben, ohne zu sehen. Einfach nur zu vertrauen auf das, was Gott gesagt hat. Also er erhält noch ein Zeichen von Gott durch das, was die Soldaten der Midianiter sagen. Dann greift Gideon an in der Nacht, wobei die eigentlich nur Lärm machen, die Trompete stoßen und Fackeln zeigen, in drei Lager aufgeteilt. Es erweckt den Eindruck, die wären da viel mehr, als es wirklich waren. Und die haben gar nicht zunächst eingegriffen, sondern nur Lärm gemacht, sodass das Heer in Panik geriet und sich gegenseitig zum Teil auch niedermacht und kopfartig in Panik floh. Und ein in Panik fliehendes Heer kann man dann auch sehr gut bekämpfen, weil da keine geordnete Kriegführung mehr vorhanden ist. Also Gideon siegt dann durch die Nacht, durch die 300 Mann in der Nacht. Und danach kommt aber nochmal der große Sieg, dass dann mit der Verfolgung der Feinde dann sich die Stämme Naphtali, Ascher, Manasse und Ephraim anschließen und dann den Sieg wirklich dann heimfahren. Gideon ist dann bekommt dann Vorwürfe zu hören von den Ephraimitern, warum hast du es nicht früher geholt und so und nicht teilhaben lassen, aber die hat er dann entkräftet und sagt, Leute, ihr habt die Fürsten besiegt und geschlagen. Ihr habt noch viel mehr Ehre als ich mit meiner Nachtaktion da. Gideon geht aber noch weiter in den Kampf und führt den Feldzug mit 300 Mann im Ostjordanland sehr erfolgreich. Und dann kommt das Traurige, dass es da nicht zu Ende ist, sondern Gideon, der so zeichenhungrig war, er wollte auch was Sichtbares haben und hat dann, ich weiß nicht, was ihn da geritten hat, hat sich dann ein Ephod basteln lassen. Und das lesen wir in Kapitel 8, Vers 22 bis 27. Die Israeliten sagten zu Gideon, du sollst unser Herrscher sein, du, dein Sohn, dein Enkel, denn du hast uns von den Midianitern befreit. Also er hätte jetzt praktisch eine Dynastie aufbauen können, nach dem Willen des Volkes. Doch Gideon erwiderte, ich will nicht über euch herrschen und auch mein Sohn soll es nicht. Jahwe soll euer König sein. Das war eine richtig gute geistliche Antwort. Jahwe soll euer König sein. Das war gut. Und im nächsten Satz sagt er was sehr Schlechtes. Ich habe jedoch eine Bitte an euch. Er hat es bewenden lassen, einen Punkt gemacht, wäre es gut gewesen. Aber dann hat er noch eine Bitte an sie. Ich habe noch eine Bitte an euch. Gebt mir die geweihten Ringe, die ihr erbeutet habt. Die Midianiter hatten nämlich goldene Ringe getragen, weil sie Ismaeliten waren. Das tun wir gern, sagte sie. Sie breitete einen Umhang aus und jeder warf den Weihring von seiner Beute darauf. Das Gold, das auf diese Weise zusammenkam, wog etwa 20 Kilogramm. Das ist nach heutigem Preis 2 Millionen Euro etwa. Also es war ein Millionenbetrag nach heutigen Rechnungen. Also richtig fette Kohle hier. Dazu kamen noch die Halbmonde, Ohrgehänge, Purpurkleider, die die Midianiter-Könige getragen hatten und der kostbare Halsschmuck der Kamele. Also hat er richtig einen Beuteschatz mitgenommen aus dieser Schlacht, hat sich geben lassen. Und was macht er damit? Gideon ließ daraus, aus dieser Beute, aus diesem Sieg, den Gott ihm geschenkt hat, ließ Gideon ein Ephod machen. Ephod ist eine Nachbildung eines hohenpriesterlichen Gewandes, das als Symbol für die Jahwe-Verehrung dient.
Und er hat es praktisch gemacht, ohne Auftrag Gottes, aus eigenem Gutdünken. Und was ist dann passiert? Ließ ein Ephod machen in seiner, und stellte es in seiner Heimatstadt Ophra auf, da wo er herkam, wo er den Baalsaltar zerstört hat von Joasch. Anstatt des Baalsaltars kommt jetzt dieses Ephod. Das ist auch ein interessanter Tausch. Ja. Beides, was Gott nicht will. Und dann heißt es, ganz Israel kam dorthin und verehrte es. Dieses unheimlich teure Ephod, dieses Gewand, Festgewand, wird jetzt da verehrt von Israel. Und das wurde Gideon und seiner Familie zum Verhängnis. Das wurde Gideon und seiner Familie zum Verhängnis. Und das hat noch einen sehr traurigen Nachgeschmack und eine Nachgeschichte. Zunächst mal 40 Jahre Ruhephase für Israel. Und dann wird Gideons Tod und Begräbnis kurz beschrieben. Und dann heißt es, dann kommt Abimelech. Und Abimelech ist eine ganz finstere Figur. Der einzige Richter, der nur negativ ist. Und der eigentlich eine einzige Katastrophe ist für Israel, nichts Gutes tut. Israels Abfall von Jahwe, und zum Abfall von Jahwe gehört auch, dass sie dem Gideon sehr undankbar waren, dass er sie damals durch Gottes Gnade von Midianitern befreit hatte. Und es wird dann gesagt, dass hier Jahwe straft Israel und das Haus Gideons durch König Abimelech. Also wir haben bei Abimelech keine Richtergeschichte, eine Rettergeschichte, wo einer von einer Fremdherrschaft befreit. Also sonst wurden von Gott die Richter berufen, um von Israel von einer Fremdherrschaft zu befreien. Aber in dem Fall wird Abimelech von Gott zugelassen, um Gericht an Israel und auch an Gideon und seiner Familie zu üben, wegen ihrem Götzendienst, den sie da gemacht haben. Also es ist eine völlige neue Variante von einem Richter, sozusagen, was jetzt hier vorliegt. Jahwe straft Israel das Haus Gideons durch König Abimelech. König Abimelech ist das Nächste. Gideons Sohn Abimelech wird König. Gut, irgendwann sollte Israel einen König haben. Es gab auch das Königsgesetz bei Mose. Und kam ja dann später auch Saul und dann noch später dann David. Aber das Königtum von Abimelech war von vornherein schief gewickelt. Das war von vornherein falsch. Abimelech wirbt nämlich in eigener Sache in Sichem und stachelt die Bewohner seiner Heimatstadt auf, ihn doch, weil er daher kommt. Seine Mutter war in Sichem, so eine Nebenfrau von seinem Vater Gideon, die da in Sichem verblieb, während Gideon woanders lebte. Er ist da aufgewachsen. Und macht er Werbung in eigener Sache, dass die ihn doch zum König ausrufen würden. Und sagt, wollt ihr, dass 70 Söhne Gideons über euch herrschen, macht doch lieber mich zum König, ja? Einen von euch. Und diese Propaganda von Abimelech hat gefruchtet. Und die Bürger von Sichem sind darauf eingegangen, haben ihm Geld in die Hand gedrückt. Damit hat er eine Söldnertruppe, eine Mördertruppe engagiert. Und ist dann mit dieser Söldnertruppe nach Ophra gegangen, wo Gideon war und die ganzen Söhne Gideons lebten, und hat alle Söhne Gideons getötet, an einem Tag, öffentlich hingerichtet. Damit die alle weg waren, keiner ihnen den Thron streichen machen konnte und er dann allein als König war. Nur ein kleiner Junge, nur einer Söhne, Jotham, der ist ihm entkommen, den hat er nicht erwischt. Und das ist natürlich ein katastrophaler Anfang eines Königtums, ja, wenn es Selbstpropaganda ist und dann noch mit einem Massenmord an der eigenen Familie beginnt. Ja, ist eine Katastrophe, geistlich. Und im Gesetz des Mose steht, dass Israel den als König ernennen soll, den Jahwe bestimmt. Gott hat später dann den Saul bestimmt, ja, Gott hat später auch den David bestimmt, aber den Abimelech hat Gott nie bestimmt. Der hat sich selbst zum König machen lassen, hat Propaganda gemacht und es hat gefruchtet durch Sichem. Ja. Während des Krönungstages, wo er in Sichem dann feierlich nach diesem Mord zum König gemacht werden soll, hat sich Jotham herangeschlichen und aus der Ferne, aufgrund der akustischen Verhältnisse, kommt man von der Ferne, von so einem Felsen aus rufen und hat praktisch diese wunderbare Krönungszeremonie gestört.
durch seine Zwischenrufe und hat da eine Parabel erzählt, und zwar von einem Olivenbaum, der zum Herrscher gemacht werden soll, der aber ablehnt. Ja. Er sagt, dann der Feigenbaum, der wird gefragt, willst du Herrscher sein? Er lehnt auch ab. Der Weinstock lehnt auch ab. Sagt, ich habe meine Aufgabe als Wein, ich habe meine Aufgabe als Feigenbaum, als Olivenbaum. Ich will nicht der Herrscher sein, ich will meine Aufgabe machen. Und weil die praktisch alle ausgefallen sind, wird dann der Wegdorn, also so ein stacheliges Teil, dann angefragt, willst du König sein? Also etwas, was ganz unwürdig ist und nieder ist und unbedeutend ist und ja, stachelig ist. Und der sagt, ja, ja, das mache ich dann. Und diese Parabel ist praktisch ein Hinweis auf das Königtum von Abimelech. Und dann klagt der Jotham, also aus einem Felsen, wo er, von dem er spricht, aus gewisser Entfernung, sichere Entfernung, klagt er die Leute von Sichem an und hält denen eine Strafrede, wie undankbar sie sind, so am Haus Gideons zu handeln, der sie gerettet hat, und dass sie den Abimelech zum König machen und so weiter. Und dann tut der Jotham noch zwei interessante Sachen vorstellen. Er sagt, wenn das Recht war, was ihr gemacht wird, okay, dann dürft ihr euch freuen. Aber wenn das Unrecht ist, was ihr da gemacht habt, dann sollen Sichem und Abimelech sich gegenseitig vernichten. Praktisch ein Fluch hat er ausgesprochen für sie. Dann sollen Sichem und Abimelech sich gegenseitig vernichten, die jetzt so verbrüdert sind in dieser bösen Tat. Und dann, nichts wie weg, flieht er und versteckt sich in Beer, weil sonst würde er auch umgebracht werden, wenn er nicht abgehauen wäre. Und dann erfahren wir gar nichts, was Abimelech eigentlich während seiner dreijährigen Regierungszeit gemacht hat, sondern wir erfahren nur, wie er zu seinem Ende gekommen ist. Wie Pakistan, das ist der Fluch, den Jotham ausgesprochen hat, sich dann über ihn ergossen hat. Und wir haben die Auflehnung Sichems gegen Abimelech. Irgendwann gab es eine Verstimmung und die haben dann waren nicht mehr auf seiner Seite und haben dann Abimelech schlecht über Abimelech geredet und ihn in Verruf gebracht. Und dann kam so ein Neubürger nach Sichem, der Gaal, und der hat sich an die Spitze einer Revolte gegen Abimelech gestellt. Sichems Stadthauptmann Sebul, der von Abimelech dort abgestellt war, ruft dann Abimelech um Hilfe. Der kommt auch sofort mit dem Heer und besiegt Gaal und er muss dann fliehen. Und am nächsten Tag tut dann Abimelech noch die ganze Stadt Sichem niedermetzeln. Als der erste Teil des Fluches, das Feuer von Abimelech ausgeht und Sichem vernichtet und Sichem, Feuer von Sichem ausgeht und Abimelech vernichtet, der erste Teil ist dann wahr geworden und Sichem ist praktisch vernichtet worden, die ganzen Einwohner, auch für ihr Verhalten praktisch. Und dann wird noch berichtet, dass er auch noch gegen die Stadt Thebes gezogen ist und dort kommt er aber um, weil als er den Turm erobern wollte, hat eine Frau einen Stein runtergeworfen und ihn damit getroffen am Kopf. Dann ist er tödlich verletzt worden und ist zu Tode gekommen. Und dann wird dieser Ausgang der Geschichte von Abimelech noch gedeutet, diese theologische Deutung, und die ist sehr wichtig, so zu verstehen, wie Gott einfach in der Geschichte arbeitet. Ja. So ließ Gott das Verbrechen von Abimelech, das er an seinem Vater begangen hatte, als er seine 70 Brüder umbrachte, auf ihn selbst zurückfallen. Auch auf die Bewohner von Sichem ließ Gott ihre Bosheit zurückfallen. Und der Fluch, den Jotham ben Jerubbaal über sie ausgesprochen hatte, ging in Erfüllung. Also es gibt viel Unrecht in der Welt, aber Gott schaut auch immer nur eine begrenzte Zeit zu und dann übt Gott auch Gericht. Und Übeltäter werden dann oft auch wirklich zu Lebzeiten bestraft und müssen das büßen, was sie an schlimmen Dingen gemacht haben. Nicht immer, aber spätestens im Jenseits gibt es dann nochmal eine Vergeltung. Aber schon hier auf Erden vielfach ja, holt einen die Sünde und das Verbrechen ein und man findet seine Strafe schon hier in diesem Leben. Jiftach, der nächste Richter, es ist wieder das Schema Israels Abfall von Jahwe. Jahwe straft Israel durch die Ammoniter, Hilferuf der Israeliten zu Jahwe. Und wiederum tadelt Jahwe Israel. Und in dem Fall hat der Tadel gefruchtet. Israel tut Buße.
Und also Gott sagt bei seinem Tal, ja, soll euch durch die Götzen helfen, denen ihr dient. Ich helfe euch jetzt mal nicht. Und dann sind die Israeliten sehr traurig, tun Buße, sie weinen und tun die Götzen weg und wenden sich zu Jahwe und flehen ihn an und bitten ihn um Hilfe und haben auch durch ihr Verhalten gezeigt, dass sie jetzt mit den Götzen brechen und sich wieder Gott zuwenden wollen. Und dann hat Gott Erbarmen mit ihnen und hilft ihnen dann doch. Und er hilft ihnen diesmal dann durch Jiftach als Retter. Das ist der Sohn zwischen einem Juden und einer Prostituierten. Und bevor die Rettungsgeschichte erwähnt wird, wird eine kurze Vorgeschichte der Berufung Jiftachs, manche Bibelübersetzung heißt auch Jephtha, erwähnt. Die Vorgeschichte ist, dass der Krieg der Ammoniter mit den Stämmen Israels in Gilead, also im Ostjordan-Gebiet, stattgefunden hat. Und die Gileaditer sahen sich genötigt, nach einem Heerführer zu rufen, jemand, der fähig ist, ihr Heer anzuführen. Und dann wird ein kurzer Lebenslauf Jiftachs erwähnt, der also eigentlich nicht so quasi anerkannt war aufgrund seiner Herkunft, denn er hatte eine etwas ungewöhnliche Herkunft. Dieser Gilead hatte auch Söhne von, und nun gab es dort einen ausgezeichneten Krieger, also er war qualifiziert, namens Jiftach. Allerdings war er der Sohn einer Prostituierten mit einem Mann namens Gilead. Und dieser Gilead hatte auch Söhne von seiner Ehefrau. Als diese herangewachsen war, vertrieben sie Jiftach. Du hast keinen Anteil an unserem Familienbesitz, sagten sie, denn du stammst von einer anderen Frau. Ja, typische Familienstreitigkeiten, dass der uneheliche Sohn, zumal noch von der Prostituierten, jetzt hier einfach abgelehnt wird. Und so war Jiftach vor seinen Brüdern weggegangen und lebte im Gebiet von Tob. Und dann hat er Männer um sich gesammelt, die nichts mehr zu verlieren hatten, und hatte mit ihnen das Land unsicher gemacht und ist praktisch dann, ja, so Streifscharenführer geworden. Und diesen Jiftach, der sich jetzt als Heerführer quasi im Kleinen schon bewährt hatte, bekannt war, dass der gut ist, trotz seiner etwas zweifelhaften Herkunft, haben sie dann zum Heerführer gemacht und ihm versprochen, wenn du uns jetzt hilfst gegen die Feinde, gegen die Ammoniter und den Krieg führst, dann machen wir dich zum Herrscher über uns. Ja. Und er lässt sich auf den Deal ein. Aber bevor Jiftach in den Krieg zieht, haben wir was sehr Interessantes. Er versucht, den Krieg zu vermeiden. Echt einzigartig. Diplomatie in der Bibel. Er versucht, den Krieg mit dem Ammoniterkönig zu vermeiden, indem er Boten schickt und das Gespräch mit ihm sucht. Und das Gespräch hat folgende Linie. Jiftach fragt nach dem Kriegsgrund und der Ammoniterkönig nennt die Landnamen Gilead, was vor 300 Jahren passiert ist, nach dem Auszug aus Ägypten, nämlich wo Israel das Land im Ostjordanland besiedelt hat, nennt er als Grund für seinen Krieg. Jiftach widerlegt dann das als berechtigten Vorwurf, weil das ja gar nicht das Land von dem Ammoniter war. Also anhand der Geschichte widerlegt er es und er widerlegt es auch anhand des internationalen Kriegsrechts, dass wenn Gott ein Gebiet zu erobern schenkt und dann gehört es ihm und das würde er auch so machen mit den Gebieten, die sein Gott ihm zum Erobern schenkt. Also es ist ein erobertes Gebiet gewesen und nicht sein hergebrachtes Stammland. Und also mit anhand der Geschichte und anhand vom internationalen Kriegsrecht widerlegt er den Vorwurf. Und dann erinnert Jiftach an Balak, dem früheren Moabiter König Ben Zippor und die 300-jährige Besiedlung Gileads durch Israel. Und Jiftach bezeugt Israels Unschuld, also hat keinen Grund gegeben, keinen Anlass, dass Ammoniter Krieg gegen ihn führen und er ruft Jahwe als Richter an. Aber der Ammoniterkönig hört nicht auf Jiftach. Also diese Diplomatie ist gescheitert und es kommt zum Krieg. Und zu Beginn des Krieges, und das ist das Tragische bei Jiftach, macht der Gott ein Gelöbnis und sagt, ohne nachzudenken, das Erste, wenn du mir einen Sieg gibst, das Erste, was aus meiner Haustür herauskommt, will ich dir geben, will ich dir opfern. Hat wahrscheinlich gedacht, dass er einen Sieger als Erstes begrüßt oder was. Und dann siegt er über die Ammoniter. Und das wird eigentlich nur sehr kurz berichtet. Auch hier ist diese Schlacht gar nicht mehr so im Zentrum, sondern eigentlich das Gelöbnis. Und dann hat dieses Gelöbnis einen ganz traurigen Nachgang
und eine ganz große Tragik. Das lesen wir in Kapitel 11, Vers 34, 40. Weil als er dann nach dem Sieg über den Ammoniterkönig nach Hause kommt, wer kommt da als erstes aus seiner Haustür rausspaziert? Also nicht eine Ziege oder ein Bock oder irgendwas, sondern seine einzige Tochter. Und dann hat er Gott auch gelobt, sie zu opfern. Und dann ist er natürlich total schockiert und total down und sagt, du stößt mich jetzt ein Unglück, jetzt bist du herausgekommen und so. Ich habe Jahwe das versprochen, wer zuerst aus meiner Tür rauskommt, den opfer ich. Und dann sagt seine Tochter, ja, mach du das, was du Jahwe versprochen hast, aber lass mich meine Jungfrauschaft beweihen, denn sie war noch nie mit einem Mann zusammen und musste ja eigentlich jetzt sterben. Und dann hat er 2 Monate gebeten, noch zu weinen über ihre Jungfrauschaft. Hat sie dann auch gemacht mit ihren Freundinnen, ist 2 Monate in die Berge, hat sich zurückgezogen und geweint, dass sie nie einen Mann gehabt hat. Und dann hat Jiftach getan, wie er gelobt hatte. Möglicherweise heißt das, dass es er wirklich getötet hat. Das ist die eine Auslegung. Das wäre das wörtliche Verständnis von dem, was da steht. Er tat an ihr, wie er gelobt hatte. Also er hat sie getötet, geopfert. Das ist natürlich etwas, was Gott gar nicht will. Gott will überhaupt keine Menschenopfer. Von daher ist es auch eigentlich ganz blöd. Dann wird auch diese Betonung, dass sie um ihre Jungfrauschaft geweint hat, 2 Monate lang, und dass es dann sogar zur Sitte geworden ist, alle Jahre wieder, dann israelische Jungfrauen mal einen Tag in die Berge gehen und da gedenken an diese Tochter von Jephthah. Dieser Brauch, diese Sitte, wird dann so gedeutet, dass er sie vielleicht doch nicht getötet hat, sondern dass er sie praktisch nur Gott geweiht hat, dass sie keinen Mann kriegen durfte, dass sie praktisch ledig bleiben musste und im Dienst Gottes zur Verfügung gestellt wurde, wie später mal Samuel Gott geweiht wird und Gott für den Dienst Jahwes zur Verfügung gestellt wird, so dass sie praktisch keinen Mann bekommt. Es ist schwer zu entscheiden, was hier wirklich passiert ist. Die Ausleger können sich da nicht einigen. Beide Varianten sind denkbar, haben Gründe. Man wünscht sich eher, dass er sie nicht geopfert hat, sondern nur geweiht hat. Aber vielleicht hat er wirklich diesen Wahnsinn getan und sie geopfert. Auf jeden Fall eine große Tragödie, diese Sache mit dem Gelöbnis. Dann gibt es noch was bitteren Beigeschmack. Die Ephraimiten, wieder die Ephraimiten, machen Jiftach Vorwürfe. Aber diesmal können die nicht entkräftet werden wie bei Gideon. Sondern es ist unerbittlich, von werden sie, es kommt zum Bruderkrieg. Ja, aus einer Lappalie eigentlich, oder eine Sache, die nicht so schwerwiegend ist, warum hast du uns nicht rechtzeitig benachrichtigt, dass wir auch mit dir in den Kampf ziehen? Ja? Warum konnten wir nicht teilhaben am Sieg der Ammoniter? Warum haben wir dafür keinen Teil an der Beute? All das steckt da so dahinter. Und deswegen kommt es sogar zum Bruderkrieg. Also die bedrohen, die haben Vorwürfe, die Ephraimiter, und drohen Jiftach zu verbrennen. Und Jiftach Erwiderung reicht ihnen nicht und es kommt dann zum Bruderkrieg der Gileaditer gegen die Ephraimiter, wo tausende Menschen dann sterben. Ganz furchtbar. Jiftach Amtsdauer, Tod und Begräbnis werden auch noch berichtet. Also auch eine sehr dramatische, eigentlich schreckliche Geschichte. Abgesehen von der Befreiung von der Ammoniterherrschaft ist da sehr viel Schlimmes dabei bei dieser Regierungszeit von Jiftach. Simson, der letzte, der Richter, der jetzt hier behandelt wird, und wir kommen da sehr zum Ende jetzt. Simson ist auch so eine tragische Figur, ein bisschen auf andere Art und Weise wie der Gideon, eben mit seinen Frauengeschichten. Wiederum Israels Abfall von Jahwe, dann straft Israel. Wird Israel gestraft von Jahwe mit 40 Jahren Fremdherrschaft durch die Philister und Gott sendet Simson als Retter. Es hat eine Vorgeschichte der Geburt und des Wirkens Simson, wird ausführlich erzählt, wie er durch Engelerscheinung bei seinen Eltern seine Geburt angekündigt wird, dass er Nazirea wird, also Gott geweiht, wie er dann erstarkte und schon früh der Geist Gottes auf ihn kam, übernatürliche Kräfte hatte. Das wird so erzählt. Und dann startet der eigentliche, die Sache, wo es dann ernst wird, dass Simson in Timna heiraten will. Er will unbedingt diese Philisterin heiraten. Die Eltern sind entsetzt, ja, gibt es in Israel keine schönen Frauen? Nein, diese Philisterin muss es sein. Aber es heißt dann, es war von Gott. Es war von Gott so eingefädelt. Weil dieser Eigenwille Simsons
war von Gott, weil Gott sucht einen Anlass, damit Simson einen Hass kriegt auf die Philister und dann auch vorgeht gegen die Philister und ein Werkzeug wird, um die Philister zu bekämpfen. Ja, das steckt so dahinter. Also Simson besteht auf die Heirat einer Philisterin in Timna. Er geht dann mit seinen Eltern dorthin, um die Sache mit den Brauteltern klar zu machen. Unterwegs, auf diesem Weg zur Brautschau, tötet Simson einen Löwen mit bloßen Händen. Das zeigt einfach seine unermessliche Kraft, die er hatte. Und die Brautschau verläuft positiv, also auch nachdem er sie näher angeschaut hat, will er sie immer noch heiraten. Und die Eltern kommen überein, okay, er kriegt sie. Und dann ist eine Pause und dann geht er wieder zurück und dann kommt er wieder mal auf den Weg nach Timna, um dann die Hochzeit jetzt durchzuführen. Also ein gewisser zeitlicher Abstand. Und auf dem Weg schaut er mal nach diesem Löwenkadaver, was denn da so ist. Und siehe da, im Löwenkadaver ist jetzt ein Bienenschwarm und Honig. Und ihm von dem Honig isst, gibt es auch seine Eltern. Und dann gibt es eben große Hochzeit in Timna. Und auf diese Hochzeit, wie es manchmal üblich ist, gibt man so ein Rätsel auf. Und Simson macht eine Wette mit 30 Brautführern und wettet um 30 Leinhemden und 30 Festgewänder, dass sie sein Rätsel nicht erraten können. Und das war dann diese Sache mit dem Süße kommt von dem Starken, ne? Und da meint er den Löwen und den Honig, den er aus dem Löwen da holt. Ja, also er sagt dieses Rätsel und die Philister können das Rätsel nicht lösen, 3 Tage lang nicht, und es ist kurz vor Todesschluss, wo sie dann praktisch zur Zahlung fällig werden, 30 Leinhemden, 30 Festgewänder. Sie sind entsetzt. Der plündert uns ihr Haus, dieser Judäer da, oder ja, und sind völlig schockiert und sie üben Druck aus auf die Frau von Simson und sagen sie, wenn du ihn nicht das erfragst von ihm und ihn überredest, dir es zu sagen und du sagst uns das nicht, dann verbrennen wir dich und dein ganzes Haus. Ja, also sie haben ihn mit Tod gedroht und die Frau macht das in ihrer Not, sie bequatscht und beweint und heult so lange, bis der Simson sagt, ihr das Geheimnis verrät, und dann rennt sie zu ihren Stammesgenossen und verrät ihnen das Rätsel und dann geben die das Rätsel bekannt, ja, und Simson verliert die Wette. Das hat ihn natürlich nicht gerade erfreut, ja, dass er diese Wette verliert und dass es auch auf diese Weise nicht passiert ist, wie es passiert ist. Und er bezahlt dann seine Wettschulden, indem er 30 Philister in Askelon tötet und denen die Klamotten auszieht sozusagen. Und dann hat er auch die Nase voll von seiner Frau und geht erstmal nach Hause. Und weil er seine Frau dann erstmal verlässt wieder, wird die Frau dann auch von ihrem Vater dem Brautführer gegeben, also weiter verheiratet. Zack, den Nächsten. Als er dann später wieder nach Timna geht und einfach mal wieder zu seiner Frau gehen will und mit ihr schlafen will, dann erfährt er, es geht nicht. Die ist leider in der Zwischenzeit anderweitig vermählt worden. Kann es jetzt nicht machen. Und dann wird er so wütend, dass er aus Rache dafür Füchse einfängt und die im Schwanz zusammenbindet, Fackeln dadurch schon rein und dann die ganzen Felder und auch Olivenhaine und so weiter von Philistern gehen in Flammen auf. Also richtige Terrorattacke sozusagen. Terrorismus ist das hier, was er hier macht, um sich zu rächen an den Philistern. Das eskaliert dann so, dass dann dann rauskommt, dass der Simson das war und warum er das gemacht hat, weil der Vater, sein Schwiegervater, eben seine Frau weiter verheiratet hat, dann verbrennen die Philister aus Rache jetzt Simsons Frau und ihren Vater gleich mit. Ja. Und das lässt dann Simson wieder keine Ruhe. Was haben sie jetzt mit seiner Frau gemacht, mit seinem Schwiegervater? Und jetzt nimmt er nochmal Rache und er schlägt die Philister und dann zieht er sich ein bisschen zurück, weil er jetzt praktisch Most Wanted Mann ist und natürlich meistgesuchter Verbrecher ist. Ja. Die Philister, weil sie den Simson nicht habhaft werden können, gehen zu den Judäern und sagen, also rückt den Simson raus oder wir machen euch platt. Und dann die Judäer wollen keinen Zoff mit den Philistern, die waren zu stark zu der Zeit, also machen sich 3000 Judäer auf den Weg und bequatschen den Simson, dass er sich ergibt. Macht er dann auch, er lässt sich ausliefern an die Philister,
zerreißt aber dann in seiner Kraft seine Fesseln und erschlägt, einen riesen Massaker anrichten unter den Philistern, die ihn da gerade abholen wollten. 1000 Philister werden erschlagen. Danach hat er wahnsinnigen Durst. Gott rettet Simson vor dem Verdursten. Und dann heißt es, dass er 20 Jahre in Israel als Richter fungierte. Aber alles letztlich unter der Fremdherrschaft noch der Philister. Die konnte er nicht abschütteln. In der Zwischenzeit hat er mal so einen One-Night-Stand in Gaza, immer wieder ihn nach dem Philisterland getrieben, in Gaza einen One-Night-Stand bei einer Prostituierten. Und da ihn die auflagern wollten am nächsten Tag und alle Stadttore verschlossen haben, nimmt er kurzerhand in seiner Kraft das Stadttor, reißt es aus den Angeln, trägt es auf die Schulter und legt es auf den nächsten Berg. Ja, Machtdemonstration. Ja, mitten in der Nacht diese Turnübung hier, das Gaza-Stadttor mal kurz da auf den Hügel tragen. Das zeigt natürlich auch, welche gewaltige Kraft er hatte. Dann hat er wieder mal eine Affäre mit Delila. Und diese Affäre mit dieser Frau hat ihn dann letztlich sein Augenlicht gekostet und seine Freiheit. Denn die haben Delila Geld geboten, dass sie ihm das sagt, sie soll herausfinden, worin seine Kraft besteht. Und das hat sie nach mehreren Fehlversuchen dann schließlich geschafft, auch mit viel Tränen und weiblicher Strategie, hat sie ihn das entlockt, dann hat er das preisgegeben und dann haben ihm seine Haare abgeschnitten und dann war die Kraft von ihm weg und sie konnten ihn gefangen nehmen und haben ihm gleich die Augen ausgestochen und eingekerkert. Und dann gibt es noch einen letzten Auftritt. Der blinde Simson wird dann bei einem Fest der Philister, wo so ein großes Haus ist, das auf Säulen gerichtet ist. Man hat auch archäologisch solche Häuser gefunden, die auf so zwei Säulen vor allem ruhen. Riesige Herrschaftshäuser. Und bei diesem Fest der Philister waren einige tausend Leute auf dem Dach dieses Hauses. Und er wird da vorgeführt, als Tanzbär sozusagen. Und er bittet Gott dann noch einmal um Kraft für eine letzte Aktion, um sich an seinen Feinden, den Philistern, zu rächen. Gott schenkt ihm das und er tut mit seiner Kraft diese Säulen umreißen, auf denen das Haus ruhte. Und das stürzt in sich zusammen und es kommen mehr Philister bei dieser Aktion zu Tode als durch sein ganzes bisheriges Leben. Also in seinem Tode war er noch mal ein Werkzeug, um Gericht zu üben an den Philistern. Simsons Beerdigung im Grab seines Vaters. Jetzt gibt es noch zwei sehr unschöne Geschichten zweier Leviten. Eine Geschichte schlimmer als die andere, aber sie geben uns exemplarischen, tiefen und realistischen Einblick in die Geschichte zweier Stämme Israels während der Richterzeit. Und die möchte ich jetzt mal noch kurz zusammenfassen, diese Geschichte. Es ist einmal Michas Priester und die Umsiedlung des Stammes Dan, Kapitel 17 und 18. Und dann geht es um eine Gruppenvergewaltigung in Gibeon und als Ergebnis davon die fast völlige Vernichtung des Stammes Benjamin. Also extrem schlimme Sachen. Beginnen wir mit der ersten Geschichte. Bei dieser ersten Geschichte wird das Prinzip deutlich, deine Sünde wird dich finden. Denn wie der Betrüger Jakob von seinem Onkel Laban und seinen eigenen Söhnen betrogen wurde, so wird auch hier ein Dieb beklaut. Und das Ganze hat auch noch größere Auswirkungen für den Stamm Dan. Die Geschichte läuft wie folgt. Der Ephraimiter Micha bekennt seiner Mutter, dass er ihr eine riesige Geldsumme, nämlich von 1100 Silberstücke, gestohlen hat und gibt ihr das Geld zurück. Was sie sehr freut. 1100 Silberstücke ist ein Haufen Geld. 70 Silberstücke hatte damals Abimelech bekommen, um sich eine Söldnertruppe aufzustellen. Oder in Kapitel 17 bekommt ein Priester einen Jahreslohn von 10 Silberstücken und Kosten und Logis frei. Aber 10 Silberstücke als Jahreslohn. Und er hat 1100 Silberstücke geklaut und jetzt zurückgegeben. Also eine Riesensumme, ja. Die Mutter ist hoch erfreut über das wiedergefundene Geld und investiert einen Teil davon, 200 Silberstücke, in die Herstellung eines Götzenbildes. Und Micha war wohl auch nicht unvermögend, hat zusätzlich noch ein Ephod und einige Teraphim, einige Hausgötzen dazu noch gebaut und hat sich so quasi ein eigenes Privatheiligtum mit verschiedenen Kultgegenständen erstellt und seinen Sohn als Priester eingesetzt, obwohl der gar nicht Levit war.
Und zur Erklärung dieser chaotischen Zustände wird dann gesagt, damals gab es noch keinen König in Israel. Ja, solche chaotischen Zustände waren. Und dann kommt ein arbeitssuchender Levit vorbei, der im Stamm bei Juda gelebt hat vorher, der kommt jetzt hier bei Micha vorbei auf dem Gebirge Ephraim. Und der Micha heuert ihn dann als Priester an. Und durch dieses Upgrade seines Privatheiligtums, dass er jetzt einen richtigen Priester, einen Levit als Priester hat, ja, durch dieses Upgrade, rechnet er sich aus, dass Jahwe ihm noch mehr Gutes tun würde deswegen. Ja, weil er doch jetzt einen Leviten hat als Priester. In jener königslosen Zeit suchten die Daniter aus den Ortschaften Zora und Eshtaol nach einem eigenen Siedlungsgebiet, was sie bisher noch nicht erreicht hatten, und haben 5 Kundschafter beauftragt, das Land zu erkundigen, wo sie sich denn niederlassen könnten, wo es nicht so viele Kämpfe gibt, um dann Land zu bekommen. Und die kamen auch zufällig bei Micha vorbei auf ihrer Landsuche und haben dann am Dialekt des Priesters erkannt, weil der ja aus Juda kam, sie kamen auch aus Juda, dass er ein Ortsfremder war. Und von da hat man sich schon gleich mal ein bisschen solidarisiert. Und er hat ihnen dann seine Geschichte erzählt, wie es ihn eben danach in das Haus von Micha verschlagen hat. Und dann, weil er halt schon mal da war und dann auch so ein Ephod da war und so, haben gesagt, dann befragt doch Gott für uns, ob unsere Reise von Erfolg gekrönt ist. Ja, hat er auch gemacht und hat gesagt, ja, geht, Gott ist mit euch. Dann zogen die 5 Männer weiter und kamen nach Laish, das ist im äußersten Norden Israels, an Hängen des Hermon-Gebirges. Und erkannten dort, dass Laish wegen seiner völlig abgeschiedenen Lage und auch der Bevölkerung, das sind Sidonier dort gewesen, wo ihre anderen Sidonier weit, weit weg erst am Meer, an der Küste siedelten, das also an sich sehr gut sich eignete für eine Eroberung. Und das haben sie dann auch so ihren Auftraggebern zu Hause berichtet und haben gesagt, das ist eine Gelegenheit, die Gott uns gibt. Okay, dann brachen die Daniter aus den Städten Zoran, Eshtaol auf und haben sich komplett aufgemacht, auszuwandern, jetzt nach Laish, um das zu erobern, dort sie anzusiedeln. Und haben 600 Bewaffnete aufgeboten und kamen dann über Kirjat Jearim in Juda, das ist Lager Danz heißt es, wurden umbenannt ins Lager Danz, kamen sie dann auch ins Gebirge Ephraim bei Micha vorbei. Und dann machten die Kundschafter dem Priester Micha ein Jobangebot. Und zwar gleich als Stammespriester. So ist er Hauspriester von Micha. Hey, du kannst Karriere machen bei uns. Du kannst Priester von unserem ganzen Stamm sein, unserer ganzen Sippe hier. Dazu war dieser Levit sehr gerne bereit. Also diesen Karrieresprung nahm er natürlich gerne mit. Und dann stahlen die Kundschafter auch gleich noch, wenn sie schon mal da waren, den Ephod und die Teraphim und dieses Götzenbild im Hause Michas. Also es ist praktisch die ganzen Kultgegenstände in dem Privatheiligtum von Micha, haben sie geklaut. Erst hat der Levit zwar protestiert, dann hat er sich aber angeschlossen, die Sache selber auch eigenhändig rausgetragen. Als dann Micha nach Hause kam oder den Diebstahl bemerkte und hat dann gedacht, es waren nur ein paar wenige Männer, rückte er aus mit ein paar Leuten, um das zurückzuholen. Er konnte aber dann überhaupt nichts ausrichten, weil sich einfach die 600 Bewaffneten entgegengestellt haben und gesagt, was willst du denn, hau ab, sonst sind einige grimmige Männer, also wirst nicht mehr lange zu leben haben, wenn du nicht abdampfst hier. Naja, musst halt abdüsen. Ja? Also wir sehen, der einzige Dieb, Micha, wurde am helllichten Tag selber bestohlen. Anschließend erobern die Daniter Laish, vollstrecken den Bann an den Oberen und brannten die Stadt nieder. Danach bauten sie sie wieder auf, wahrscheinlich war das ihnen ein bisschen zu primitiv da, wollten Neubauten machen, haben sie wieder aufgebaut, benannten sie um in Dan. Dann errichteten sie dort ein Heiligtum, machen den Leviten Jonathan aus dem Stamm Gershon, das ist einer der Söhne der Leviten, zum Priester. Auch dessen Söhne haben den Priesterdienst dann noch versehen, bis auch sie dann eines Tages in die Gefangenschaft geführt wurden. Das war da wahrscheinlich nur diesen Ort. Das heißt, das geschnitzte Bild Michas wurde dort dann so lange verehrt, heißt es im Bibeltext, wie auch das Heiligtum in Shiloh Bestand hatte. Und es ist ja erst zur Zeit von Samuel zerstört worden. Also das reicht hin, was zeigt, dass diese Geschichte auch erst in späterer Zeit aufgeschrieben worden sein konnte. Das ist die eine Geschichte, die ist schon ziemlich happig. Die andere ist noch schlimmer. Hier geht es um die Gruppenvergewaltigung in Gibeon und die fast völlige Vernichtung des Stammes Benjamin.
Ein Levit holt, das mache ich etwas kürzer, ein Levit holt seine in ihr Elternhaus zurückgekehrte untreue Ehefrau zurück und bleibt noch ein paar Tage dort bei seinem Schwiegervater. Trinken und er kommt immer nicht los. Und am letzten Tag kommt er dann doch auch erst später los und deswegen braucht er auf dem Rückweg, hat es nicht geschafft bis nach Hause und war dann in Gibea, in Benjamin, hat ein Nachtquartier gebraucht, weil es einfach schlagartig dunkel wurde. Und ein alter Mann hat ihn da aufgelesen und ihn, seine Frau und seinen Diener mit in sein Haus genommen. In der Nacht kam es dann zu einer Wiederholung der Ereignisse von Sodom und Gomorra, wo praktisch die Bevölkerung aufsteht und sagt, rücke heraus, ja, wir wollen vergewaltigen. Ja. Also den Mann vergewaltigen. 1. Mose 19. Und das hat dann auch so geendet, dass dann, gut, da waren keine Engel im Spiel, von daher hat es dann anders geendet, sondern die haben dann die Frau rausgegeben. Und die Menge hat dann die Frau ganze Nacht vergewaltigt, Gruppenvergewaltigung, und am nächsten Morgen war die dann auch tot. Als der Mann am nächsten Morgen aufstand, findet seine tote Frau, hat die Leiche mitgenommen, hat sie zu Hause zerstückelt in 12 Teile, nicht 112, sondern in 12 Teile. Und die 12 Teile von seiner zerstückelten Frau hat er zu den 12 Stämmen Israels geschickt und hat gesagt, wie wollt ihr auf diese Schandtat in Gibea reagieren? Das kann man doch nicht durchgehen lassen. Und darauf hat, das war eine ganz heiße Sache und es hat dann praktisch zu einer Totalmobilisierung geführt und es haben sich 11 Stämme versammelt in Mizpah, alle außer Benjamin, Gibea lag ja in Benjamin, aber alle Stämme außer Benjamin, 400.000 Bewaffneten haben sich versammelt in Mizpah, haben sich dort den Tathergang erzählen lassen und haben beschlossen, Gibea muss dem Erdboden gleich gemacht werden, das muss total vernichtet werden, dieser Ort. So was Böses, so was Schreckliches in Israel darf nicht sein, muss komplett vernichtet werden. Aber Benjamin hat sich nicht an dieser Versammlung beteiligt und haben ihrerseits 26.000 Mann aufgeboten und gesagt, das lassen wir nicht zu. Gibeon ist eine Stadt in Benjamin, wir lassen nicht zu, dass ihr Gibeon vernichtet. Und so kam es zum Bruderkrieg, 11 Stämme gegen die Stadt Gibeon unterstützt sich den Stamm Benjamin. Und kurioserweise, also wurde dann es losgeworfen, wer soll zuerst hochziehen, und da ist also Juda zuerst gezogen. Und kurioserweise hat dann Juda erst eine schreckliche Niederlage erlitten. Eine verheerende Niederlage erlitten. Obwohl sie doch eigentlich für das Richtige gekämpft haben. Und am nächsten Tag haben sie nochmal eine Niederlage erlitten. Und die waren ganz verzweifelt. Obwohl sie eine Übermacht waren, hatten sie eine Niederlage erlitten. Und dann hat Gott gesagt, morgen gebe ich euch die Stadt in die Hand und dann könnt ihr den Bann an Gibeah verschränken. Und es hat dann dazu geführt, dass am nächsten Tag tatsächlich dann die Koalition der 11 Stämme die Oberhand gewonnen hatten und sie hatten dann das Heer der Benjamiter fast vollkommen aufreiben können. Nur 600 Leute konnten noch in die Berge entfliehen, aber alle anderen wurden vernichtet und dann haben sie auch den ganzen Stamm Benjamin komplett ausgelöscht. Und haben auch geschworen, von uns darf niemand eine Frau an diese Männer verheiraten, die da übrig geblieben sind. Und dann gingen ein paar Monate ins Land, die Männer waren immer noch versteckt in Felshöhlen und der Stamm Benjamin war fast vollkommen ausgerottet, es gab niemand mehr, also Mann und Maus, Kinder, Frauen, alles war tot und nur die 600 Männer waren übrig. Und dann haben sie gedacht, okay, wir haben geschworen, von uns darf niemand die heiraten, aber die brauchen noch eine Zukunftsperspektive. Naja, und dann haben sie irgendwie so einen Kompromiss gefunden. Naja, die sollen sich halt Frauen rauben beim Fest, sollen sich dann die Frauen holen. Als erstes haben sie dann noch eine feindliche Stadt überfallen und da konnten sie ein paar hundert Frauen rekrutieren und den Benjaminitern geben. Aber es waren noch nicht genügend Frauen für alle. Und dann haben sie noch so einen Deal gemacht, also die können sie noch so 200 Frauen rauben bei diesem Fest. Dann haben wir sie ihnen ja nicht gegeben, aber wir dulden das, wenn sie die dann entführen. Ja. Also auch eine ganz kuriose Geschichte und sehr traurig mit riesigen Opfer und Verlusten. Und alles zu einer Zeit, da noch kein König in Israel war. Und damit schließt praktisch die Berichterstattung über die Richterzeit. Und es kommt dann als nächstes das Buch Samuel, wo dann der Beginn der Monarchie in Israel
berichtet wird, wie das kam, dass Israel dann einen König hatte.